Kannst du nicht einmal filmen, oder was? Nein, also komm, hör auf. Das schießt mich langsam an. Da. Alle können nicht. Da. Die Autofahrer sind scheiße. Und da, der, wo es mit Nachteil bedient, ist auch nur dunkel. Nein, komm, hör auf. Es geht nicht weiter. Da geht's in Feldern! Gut. Es war gerade ein bisschen laut. Ja, stelle jetzt mal eine Frage. Was halten Sie von der aktuellen Verkehrspolitik? Für was? Verkehrspolitik. Ja, die ist ein Scheissdreck. Die haben ja ich schliesslich mal gemacht. Also damals mal, vor etwa 5 bis 6'000 Jahren. Und heutzutage ist die einfach ein riesiger Scheissdreck, oder? Schauen Sie mal da vorne. Wie sind Sie? Danke, dass Sie die Frage gestellt haben. Ich bin geboren im Zürich-Oberland 1951. Das sind Sie gar nicht wissen. Nein. Gute Frage, Sie bitte. Sind Sie dafür, dass die Vignette erhöht wird oder nicht? Sicher sind. Ja, also hallo. Das ist ein bisschen eine andere Vignette. Ja, sicher bin ich dafür, dass die Vignette teurer wird. Weil wir brauchen Geld, für die Strassenausbauung zu machen, oder? Mhm. Und darum bin ich dafür, dass man die Vignette auf 300 Franken aufsetzt. Dass nur die reichen Menschen Auto fahren können. Und die billigen Huren Schnüssel da, die dürfen schön zu Fuss gehen, damit der ÖV. Obwohl die ÖV tue ich ja auch teurer machen. Dass man uns da richtig versteht. Also das Fußvolk soll weiterhin laufen und die Reichen, so wie ich, dürfen Auto fahren und Zug fahren. Ja, das finde ich gut. Ja. Und wie sieht das mit der Benzinpolitik aus? Das Benzin selber hat keine Politik. Ich habe noch keinen Benzintropfen gesehen bei uns im Bundeshaus umeinander laufen. Von dort her gibt es keine Politik. Was halten Sie? Frage, die Sie hier stellen. Sind Sie überhaupt vom Fernsehen? Ja. Sie sind von der Mini Corporation. Sie sind ganz kleine. He? Jawohl. Ja, genau. Was für Autos dürfen die Zukunftspolitiker noch fahren? Ja, also meiner Meinung nach die grossen, teuren, schweren BMW, Audi, Mercedes, Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, ja halt die Türen halt, oder? Haben Sie ein Favoritauto? Ich selber habe mehrere Favoritenauto. Ich selber persönlich habe einen Rolls-Royce daheim. Den habe ich allerdings von Christoph geschenkt bekommen. Ja, jetzt beißt es gerade im Auge. Ein Lamborghini finde ich auch ganz lässig. Der fährt so schön schnell. Ja. Ja, das finde ich gut. Ich muss auch keine Bussen zahlen. Also ich darf da rasen, wie ich will. Lassen wir mal schauen. Das war schnell. Wie alt sind Sie, Herr Leuenberger? Vergleichen Sie meinen einen mit dem Herrn Blocher und ich bloche Ihnen eins hinter der Hülle. Ich bin jetzt muss ich gerade selber studieren, 62. Okay. Was war Ihr gelernter Beruf? Ja, mit dem Alter nimmt sie mich ab. Kaufmann bin ich gewesen, ja. Und Ihre Kollegin Doris Leuthardt? Das ist eine blöde Schnecke. Und wie finden Sie Devlin Wittmer Schlumpf? Ja, wie der Name schon sagt, oder? Sie ist ein Schlumpf. Eine, die das Zeug überhaupt nicht so richtig im Griff hat. Ja. Und wie finden Sie den Herrn Mauro? Der Ueli? Ja. Der Ueli ist ganz ein guter Kollege von mir. Und Christoph. Und wir haben einfach Spass miteinander. Ja. Wie haben Sie Galmire gefunden? Michelin Galmire? Ein bisschen steif. Also sie hat sich sehr wenig bewegt im Bett. Sie ist meistens nur so halb tot angelegen.
gefunden. Und ja, zu der Hausmetzler. Das Interview können wir jetzt zumachen. Ich mag nicht mehr. Es wird schon lange.